Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal Tanjas Tipps und Tricks. Ja, wie ihr heute seht, gebe ich einen Teil meiner Wohnung wieder preis. Ich glaube, habe ich das veröffentlicht, das Balkon? Doch habe ich. Wie ich meinen Balkon verschönert habe, habe ich veröffentlicht. Ja, dann wisst ihr ja quasi doch schon, wie mein Balkon aussieht. Und das schöne Wetter habe ich heute zum Anlass genommen und dachte, komm, dann machst du den Film über deine Reise mit der AIDA mal auf deinem Balkon. Ja, hab mir dazu ein Gläschen hingestellt und wenn ihr jetzt ein paar Sekunden dran bleibt und euch das Intro anschaut, dann geht's auch schon los. Prost! Ja, meine Kreuzfahrt. Ich habe ja jetzt doch schon lange keine Kreuzfahrt mehr gemacht. Deshalb habe ich mir ja eine ziemlich teure Kreuzfahrt gegönnt. Also teuer in dem Sinne, dass ich tatsächlich mal mit der Business Class geflogen bin und zwar hin und zurück. Ich wollte die Kreuzfahrt, die ich jetzt gemacht habe, von Singapur nach Dubai unlängst gemacht haben, aber ihr wisst ja selber, es ist das böse Wort mit C unter anderem dazwischen gekommen und dann ist die Reise ein paar Mal abgesagt worden. Ja, letztendlich wurde es dann 2024. Ich konnte die Reise also jetzt endlich machen. Start war der 1. April bis zum 15. April. Der Flug ging tatsächlich, ich wollte extra nicht umsteigen, deswegen bin ich nicht von Düsseldorf geflogen, sondern von Frankfurt, weil ich nonstop fliegen wollte, bis nach Singapur. Das war ja fast 12 Stunden. Dann sind wir in Singapur 2 Tage geblieben. Dann ging es weiter nach, jetzt muss ich mal spicken, Momentchen. Nicht, dass ich da was Falsches sage. Dann ging es weiter nach Kuala Lumpur. Da sind wir einen Tag geblieben. Einen weiteren Tag sind wir dann auf Langkawi geblieben. Dann hatten wir 3 Seetage dabei. Dann sind wir 2 Tage Malediven angefahren. Dann wieder 3 Seetage. Dann sind wir, jetzt muss ich nochmal spicken, nicht, dass ich das dann auch wieder durcheinander schmeiße. Dann sind wir nach Muscat, wie auch immer ihr es nennen wolltet, ein Tag, Kasab ein Tag und Dubai eigentlich 2 Tage, wobei der 2. Tag dann der Tag war, wo wir dann wieder abgeflogen sind. Ja, Singapur Flughafen angekommen, Flug war klasse. Ich bin hingeflogen mit der Lufthansa, mit der Boeing, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube das war die 777, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall eine Boeing mit einem Upper Deck und ich habe mir einen Sitzplatz im Upper Deck gegönnt, war auch toll, kann ich nicht anders sagen, also ich kann zwar immer noch nicht gut im Flugzeug schlafen, aber hey, shit happens, ne? Ja, in Singapur angekommen am Flughafen mussten wir die sogenannte SG Arrival Card vorher ausgefüllt haben. Wer es nicht gemacht hat, konnte es noch vor Ort machen. Ist allerdings ohne einen Internetzugang ein bisschen schwierig, denn diese SG Arrival Card ist nicht in Papierform erhältlich, sondern nur digital. Deshalb kann ich raten, die letzten 3 Tage, die ihr zu Hause seid, müsst ihr die ausgefüllt haben. Macht es von zu Hause. Ich habe dann tatsächlich via E-Mail irgendwie eine Bestätigung bekommen von wegen, ja, habt ihr ausgefüllt, bla 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 bla. Und ich dachte, komm, druckst du mal die Bestätigung aus, vielleicht musst du die ja vorzeigen. Nö, musste ich nicht. Ich nehme mal an, ich bin da wirklich durch die, da war eine Dame, die stand kurz vor der Kontrolle, vor der Sicherheitskontrolle, wo wir den Ausweis zeigen mussten. Was im Übrigen da auch alles digital ging und nicht mehr per hier. Die hat dann nur gefragt, ob ich die hätte. Ich sage, ja, habe ich.
ja, mein Ausweis auf den Scanner gelegt, die Tür ging auf, fupp, war ich in Singapur. Ich nehme mal an, weil ich natürlich meine Reisepassnummer hinterlegen musste, hat das System das schon miteinander verknüpft. Von daher musste ich nichts mehr vorzeigen. Gut, das ging dann einfach. Ja, was dann nicht so einfach ging, war, wir sind dann in so eine Art Vorraum gekommen. Der Vorraum, der war noch zig Meter rechts und links lang. Und ich habe schon von Weitem gesehen, es gibt vier Ausgänge und aus Ausgang Nummer 1 bin ich halt rausgekommen in den Vorraum. Und der Vorraum führte dann noch zur Straße. Ja, normalerweise bin ich ja gewohnt, dass ein AIDA-Mitarbeiter mit so einer Kussmundkelle da steht und mich in Empfang nimmt. Nö, war nicht der Fall. Ja, hinter mir kamen noch zwei andere Pärchen raus, die haben sich dann auch suchend umgeguckt. Ich sage, hier ist niemand mehr. Sag nicht, dass wir die Letzten waren und die haben uns vergessen abzuholen. Wir dann einmal hoch und runter gelaufen. Kein AIDA-Mitarbeiter gesehen mit einer Kelle in der Hand. Dann sind die Männer mal rausgelaufen, haben sich da umgeguckt, sind wieder reingekommen. Nö, keiner da. Dann hat ein Mann versucht, nach Deutschland zu telefonieren. Ich sage, das hat doch eigentlich keinen Sinn, weil wir haben in Deutschland Zeitverschiebung, es ist mitten in der Nacht. Aber gut, ich sag mal, abgesehen von den Telefonkosten, aber machen Sie. Ja, ich wollte ihn ja jetzt nicht, ne? Der zweite Mann, der hatte dann versucht, das Schiff zu erreichen, war auch nichts. Tja, wir dann nochmal hochgelaufen zu Ausgang 3, 2 und 1. Und bei Ausgang 2 haben wir dann jemanden gesehen, aber das war wirklich nur Zufall. Da war so eine Menschentraube an der Seite und durch Zufall hat sich so ein kleiner, schmächtiger Mensch gerade mit dem Rucksack zu uns gedreht, sodass wir den geöffneten Rucksack mit einer Kussmundkelle sehen konnten. Super. AIDA-Mitarbeiter gefunden. War wohl ein Externer, weil er sprach ja, so sagen wir mal, so Lala-Englisch, Deutsch sprach er schon gar nicht und er sah auch nicht aus, als ob er von AIDA kommen würde. Er hat keine AIDA-Bekleidung angehabt und war auch noch so dämlich und hat die Kelle dann im Rucksack gelassen. Ja, konnte ja nichts werden, ne? Naja, gut. Wir dann zu ihm hin. Er hat dann so drei, vier, fünf Blätter voller Namen gehabt. Mein Namen auszusprechen hat schon gar keinen Sinn gehabt. Ich habe ihm einfach das Kofferlabel gezeigt, wo dann halt mein Name drauf stand. Geguckt, abgehakt, jawohl. Wir mussten dann noch ein paar Minuten warten. Dann kamen zwei andere Männer dazu und die haben uns dann zu dritt zum Bus gebracht. Und da dachte ich mir, hallo, ihr beiden Männer, wo seid ihr denn gerade gewesen? Warum lasst ihr den Schmächtigen hier alleine? Und die Passagiere suchen sich hier einen zu Tode. Also, sie sind doch drei. Also, naja, gut, muss die alle nicht verstehen. Ja, wir dann zum Hafen gebracht worden. Einchecken ging wie immer. Also, war weder zu lang noch ging super schnell. Es war halt die Zeit, die man halt brauchte. Aber es ging schon zügig. Also, es stockte nicht. Ja, dann habe ich. Vorher zu Hause gab es eine WhatsApp-Gruppe, weil wir wollten Singapur bei Nacht begucken. Und da keiner Lust hatte, alleine durch Singapur zu laufen, waren wir dann letztendlich, ich glaube, 45 Leute in der Singapur-WhatsApp-Gruppe. Und ein paar davon haben sich dann tatsächlich, wie verabredet, beim Treffpunkt dann eingefunden. Ja. Und sind dann halt so ein bisschen, die einen sind mit der MRT gefahren, das sind die öffentlichen Verkehrsmittel, die U-Bahn. Die anderen haben sich ein Grab geholt, das ist das deutsche Uber. Und dann wieder andere sind gelaufen. Jetzt hatten wir das Glück, wir hatten beim Hafen das neue Terminal bekommen mit dem Schiff, das Marina und nicht das bei Sentosa liegt. Sentosa wäre noch eine ganze Ecke weit weg gewesen. Also laufen zu den
Attraktion wäre da überhaupt nicht drin gewesen, weil dann wären wir 2 Stunden unterwegs gewesen. Aber gut, wir waren, ja, ich sag mal, im Zentrum, in Anführungszeichen. Es war nicht weit. Also ich habe nächsten Tag, wie lange sind wir gelaufen, bis zu den Super Trees, Gardens by the Bay, sind wir gelaufen. Ja, halbe Stunde, vielleicht mehr etwas. Ja, da ich aber die falschen Schuhe noch anhatte, Tanja hat nämlich nicht ihren Koffer rechtzeitig bekommen und Tanja war auch zu blöde, mal in ihren Kabinenkoffer zu gucken, wo sie ja flache Schuhe eingepackt hat, ist Tanja dann mit hohen Hacken gelaufen. Und zwar schon von Deutschland aus, ne? Ich meine, okay, jetzt habe ich meine Füße im Flieger hochgelegt, aber trotzdem, also die Frauen unter uns wissen, was es bedeutet, auf hohen Hacken zu laufen. Ja, also habe ich mich mit der Gruppe aufgemacht, die sich ein Auto geholt haben. Wir waren 5 Leute. Es ging auch wunderbar, muss ich echt sagen. Die Fahrer waren zuverlässig, die wussten, wo der Eingang ist. Die haben uns dahin gebracht. Es waren vielleicht umgerechnet, weil habe ich bezahlt, 2,50 Euro pro Strecke. Pff, kann man günstiger nicht haben, wenn man nicht laufen möchte. Ja, wir sind dann zu Gardens by the Bay gefahren, haben uns die Show da angeguckt, wobei einige dann auch wieder per WhatsApp geschrieben haben, dass die Show ausfällt. Warum, wüsste keiner. Ich sage, nein, komm, lass uns trotzdem hingehen. Ich habe im Internet nachgelesen, dass die Show erst morgen ausfällt, wegen Wartungsarbeiten, aber noch nicht heute. Ja, ich hatte natürlich recht, die Show fand statt, am nächsten Tag nur nicht, was mich ja nicht mehr juckte. Ja, ich habe dann tatsächlich zwischendurch, weil wir noch durch das Marina Bay Sands gelaufen sind, wenn ihr durchlauft, kommt ihr an den Fluss, an die Promenade, und da findet die Show, so eine Wassershow statt, Spectra. Ist jetzt nicht so spektakulär wie in Dubai, Burj Khalifa? Scheiße, weiß ich nicht mehr. Weil so viel Information. Ach, Schande, weiß ich nicht mehr. Nicht so spektakulär, aber es ist nett anzusehen gewesen. Wir haben uns dann auch hingesetzt in der Bar, haben dann ein bisschen was getrunken, was im Übrigen dann sauteuer war. Aber hey, ich habe meine Schuhe dann irgendwann ausgezogen, weil Singapur rühmt sich ja, die sauberste Stadt der Welt zu sein. Und Leute, es stimmt. Ich habe wirklich nichts auf dem Boden liegen sehen. Der Boden war sauber. Die Büsche waren sauber. Ich war ganz schockiert. Ich brauchte da nicht Schiss zu haben, dass ich irgendwo reintrete. Nein, es war sauber. Und von daher habe ich Schuhe in der Hand genommen, bin barfuß gelaufen, war mir dann super. Ja, das war dann der erste Abend. Wir waren dann gegen kurz nach 0 Uhr wieder beim Schiff. Waren dann gut ausgepowert. Gut, am nächsten Tag ging es dann nochmal los. Habe ich dann wieder in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, hallo hier, ich warte bei der Rezeption, hat jemand Bock, Singapur auf eigene Faust zu machen? Ich würde dann hier noch ein paar Minuten warten. Weil ehrlich, die Preise für die Tagesausflüge, die AIDA veranschlagt hat, ne, das ist die Frechheit schlechthin gewesen. Die haben vielleicht aufgeschlagen. Nee, habe ich nicht eingesehen. Und Singapur kann man sehr gut auf eigene Faust machen, weil das MRT, also die U-Bahnen, es ist super ausgeschildert, es ist super günstig. Wahnsinn. Hat sich dann noch eine Dame eingefunden, wir sind dann zu zweit los, wir sind dann, wie gesagt, erst zu The Gardens by the Bay, haben uns den Cloud Forest angeguckt und den Flower Dome angeguckt. War nett. Einmal angucken reicht aber, war jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, da muss ich noch mal 10.000 Mal rein. Wie viel hat das umgerechnet gekostet? 22 Euro für beides zusammen. Also war okay vom Preis her, deswegen habe ich es dann mal gemacht. Ist auch schön kühl da drin.
Also, wenn man von 28 Grad Außentemperatur da reinkommt, ich habe ja doch dann auch Wärme erwartet. Nö, es war kühl. Hey, habe ich nichts dagegen gehabt. Ja, dann sind wir weiter gefahren nach Chinatown und haben uns da ein paar Sachen angeguckt. Dann sind wir zum Merlion gefahren. Der ist ja hinter dem Fullerton Hotel. Und dann waren wir noch wo. Ach, schon, habe ich jetzt auch vergessen. Also es war ein schon gut vollgepackter Tag, weil wir wollten uns noch mehr ansehen. Aber Aida hat dann gesagt, nee, ihr müsst schon um 15:30 Uhr an Bord sein. Nicht erst um 17:30 Uhr, wie es in den Reiseunterlagen stand. Ja, war natürlich Kacke. 2 Stunden sind 2 Stunden. Das macht natürlich schon viel aus beim Sightseeing. Also konnten wir nicht alles machen. So, Metro, also nicht Metro, MRT heißt es, Massive Traffic Rapid, glaube ich, ist es ausgesprochen. Wenn ihr länger da seid, lohnt es, eine EasyLink-Karte zu holen bei der Touristeninformation. Dann kriegt ihr noch ein paar Rabatte, wobei ihr euch das eigentlich schenken könnt, weil es ist sowieso saugünstig. Das, was ich gemacht habe, ich habe mit der Kreditkarte bezahlt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr kommt in die Metro reingelaufen, in den großen Vorräumen, sag ich jetzt mal. Also dann könnt ihr euch erst angucken, wo will ich denn überhaupt hin? Am besten ihr lasst euch ein Netzplan geben. Dann, wenn ihr dann wirklich dann zur U-Bahn geht, erst dann habt ihr so kleine Türchen, wo dann hier so aufgemacht wird im unteren Teil. Da müsst ihr dann vorher einfach nur eure Kreditkarte einmal auf das Lesefeld legen, dann geht das Türchen auf und dann könnt ihr durchgehen ab in die Bahn eurer Wahl. So, wenn ihr euch jetzt versehentlich um 1, 2, 3 Haltestellen verfahrt, weil ihr gequatscht habt, ist nicht schlimm, weil geht einfach raus, steigt in die nächste Bahn gegenüber ein, fahrt die 2, 3, 4 Haltestellen wieder zurück, die ihr zu viel gefahren seid. Und wenn ihr dann nämlich rausgeht aus der U-Bahn, dann habt ihr nochmal so ein Tor, das halt so aufgeht. Dann legt ihr wieder die Kreditkarte auf, das Tor geht auf und dann seid ihr draußen. Und dann wird nämlich auch erst abgerechnet. Das ist das Gute daran. Also ihr könnt von mir aus die Linie dreimal, viermal hoch und runter fahren. Erst wenn ihr wirklich rausgeht aus der Haltestelle, wird abgerechnet. Super System. Also ohne Scheiß, wir sind mal, weil wir zu faul waren zu laufen, sind wir mal 3 Haltestellen gefahren. Das hat uns 7 Cent gekostet. Das ist irre. Ich habe tatsächlich für den ganzen Tag, ich habe dann mal zu Hause auf meiner Kreditkartenabrechnung geschaut, ich habe für den ganzen Tag umgerechnet 2,20 € bezahlt. Und ich bin ein paar Mal kreuz und quer gefahren. 2,20 €. Das ist der Wahnsinn. Ja, also ihr seht, ich bin begeistert. Ihr könnt Singapur ohne Probleme auf eigene Faust machen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln geht wunderbar. Wir waren auch einmal an einer Haltestelle. Da wollten wir zu einem Tempel. Da waren riesige Plakate, wo wir dann gucken konnten, wo waren und wo was ist. Und dann kam dann sofort eine Mitarbeiterin. Hat sofort gefragt, kann ich Ihnen helfen? Wo wollen Sie denn hin? Wir dann gesagt, ja, sagt sie da lang. Auf dem Boden war dann auch noch eine Markierung, wo es lang geht. Super. Kann ich nicht anders sagen. Ja, das war dann Singapur. Also Wahnsinn. Kann ich nur empfehlen, müsst ihr mal gesehen haben. So, dann ging es am nächsten Tag weiter nach Kuala Lumpur. Ach so, nein, bevor ich das erzähle, wollte ich euch ja jetzt die Singapur-Eindrücke mal zeigen. Also hier sind sie.
Kuala Lumpur. Ja, da waren wir also auch einen Tag. Ich wollte gerne die Batu-Höhlen sehen. So, auch das war mir mit AIDA schlicht und ergreifend zu teuer. Ich habe tatsächlich auf der Reise nur einen einzigen Ausflug mit AIDA gemacht. Grund erzähle ich euch nachher. Ja, war mir schlicht und ergreifend zu teuer. Ich wollte noch ein paar andere Sachen sehen. Ich habe mich dann im Internet umgeguckt und jetzt mache ich halt ein bisschen Werbung. Wie hieß der? Jetzt muss ich mal gucken. Ach, wie hieß denn der? Das habe ich mir extra mal aufgeschrieben. Ja, ich bin auch eine... Ach ja, genau, so. Da haben wir den. Also ich mache jetzt Werbung. meinelandausflüge.de Kann ich empfehlen. Preis-Leistung passt. So. Die machen es sogar so, die geben dir eine Versicherung bei Abschluss eines Tagesausflugs, die beinhaltet, falls die dich, warum auch immer, zu spät zum Schiff bringen, übernehmen die die Kosten der Reise zum nächsten Zielhafen, wo dann AIDA anlegt. Ob da auch Hotelkosten etc. dabei sind, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ach, schönes Flugzeug. Aber gut, das tun sie auf jeden Fall. Also habe ich es mal gewagt. Preis-Leistung, wie gesagt, konnte ich wirklich nicht meckern. Die waren um einiges günstiger als AIDA. Ja, auf jeden Fall haben sie uns erst zu den Batu-Höhlen gebracht. 272 Stufen. Und Achtung, ihr braucht, um in die Batu-Höhlen zu dürfen, bitte nichts Kurzes anziehen. Ihr braucht etwas, gerade die Damenwelt, knöchellanges, schulterbedecktes. Also da stand bei mir eine Einheimische vor den Treppen, die hat genau geguckt, wie wir angezogen sind. Und ich mache es ja dann immer so, wenn ich weiß, dass ich in Tempelanlagen gehe, packe ich mir also ein XXL-Tuch noch mit ein, was ich mir drum wickeln kann. Das habe ich dann auch gemacht, mich hat es durchgelassen, kein Thema. Meine Mitstreiter, die auch den Ausflug gebucht hatten, mussten sich teilweise für x Euro umgerechnet da vor Ort ein Tuch kaufen. Ja, ja, also, Batu-Höhlen. Sollte man auch mal geguckt haben. Ihr müsst nur aufpassen auf diese Affen, die da rumlaufen. Boah, die klauen die alles weg, aber wirklich. Also Sonnenbrille in der Haare macht es lieber nicht. Weil die Viecher, die kommen manchmal so nah an euch dran, wenn ihr die Treppen hochlauft. Das glaubt ihr nicht. Und die sind schneller weg mit der Sonnenbrille, als ihr Ja und Arm sagen könnt. Dann, wenn ihr mit dem Handy so ein Vieh fotografieren wollt, haltet nicht zu nah ran. Weil auch das wird gegrapscht vom Affen. Fupp, ist er weg damit. Ihr seht das Handy nicht mehr wieder. Ich schwöre es euch. Essen in eine Tüte auspacken. Ich habe es live mitverfolgt, wie eine Mama ihrem Sohnemann die Tüte in der Hand gegeben hat, wo ein bisschen Essen drin war. Da kam dann ein Affe von hinten angerannt, hat sich die Tüte geschnappt, fupp, weg. Also habe ich erstmal alles, was irgendwie lose war, in meinen Rucksack gesteckt und war fertig damit. So, ja, 272 Stufen sollte man nicht unterschätzen, habe ich festgestellt. Wahnsinn. Es sind auch beim Abstieg, habe ich gemerkt, es ist doch ziemlich steil. Also wer Höhenangst hat, ja, ich habe Höhenangst. Sagen wir mal, es ist noch okay. Aber nur, wenn ihr euch festhalten könnt an der Mauer. Ja, zwischendurch musste ich dann noch auf Toilette. Es ist also empfehlenswert, doch Geld einzutauschen. Ich hatte es nicht gemacht, weil wofür? Ich wollte mir nichts kaufen. Ich wollte mir das und das und das ansehen, dann wäre der Tag sowieso schon rum. Und das, was dann vielleicht dann doch gekauft werden wollte, dachte ich, komm, Kreditkarte, fertig. Mein Körper wollte aber unbedingt auf Toilette. Die Toiletten sind dann nicht kostenlos. Ihr müsst Geld dafür bezahlen. Ja. Ich hatte kein Bargeld. Ich habe dem jungen Mann das dann gesagt, der am Tisch saß und gesagt hat, komm hier, Geld. Ich sage, ich habe kein Cash, ich habe halt nur Kreditkarte.
und ich müsste so sehr auf die Toilette. Und dann habe ich mich so, so umgeguckt, ne, ob ich irgendwo Büsche oder so sehe. Und so nicht wäre ich da reingegangen, wäre mir egal. Er wollte wahrscheinlich Karma-Punkte lassen, er hat mich dann so durchgelassen. Schweigert. So, ja. Jetzt muss ich mal gucken. Ach ja, drumherum sind natürlich auch noch 3, 4, 5, 6 Geschäfte, wo ihr Touri-Nippes kaufen könnt. Habe ich auch nicht, bin ich nicht reingegangen, weil ich wollte die Bartohöhlen sehen. So, dann, ja, dann ging es weiter zum Nationaldenkmal. Ja, ist okay mal zu sehen, aber ja, wir haben dann natürlich noch ein bisschen Infos durch unseren Tourguide bekommen. Ist auch in Ordnung, muss ich aber auch nicht nochmal hin. Dann sind wir zu den Petrona Tower, Towers gefahren. Leider konnten wir nicht hoch, weil Zeit war einfach zu knapp, sondern nur drum herumlaufen, Fotos machen. Und dann sind wir auch nochmal in ein Geschäft gegangen, das unweit, so eine Mall war das, die war unweit davon entfernt. Da sind wir dann auch noch rein. Da war überall dann kein Problem mit Kreditkarte zu bezahlen. Ich habe mir dann noch so einen kleinen Früchte-Mix geholt. War kein Thema. War auch da wieder, was habe ich bezahlt? 4,50 Euro oder so für so einen Früchte-Mix-Becher. War okay. Ja, dann würde ich sagen, ich trinke jetzt was und in der Zwischenzeit könnt ihr euch wieder Bilder angucken. Ja, dann der nächste Tag wollte Tanja mal ihre Höhenangst wieder triggern und hat auch wieder mit meinelandausflüge.de, Achtung Werbung, wieder einen Tagesausflug gebucht zur sogenannten Skybridge. Die Skybridge ist gespannt zwischen, ich meine, den höchsten Bergen auf Langkawi, wenn ich mich recht erinnere. Es war hoch. Ja. Um auf die Skybridge zu kommen, müsst ihr vorher mit der Seilbahn hochfahren. Das sind geschlossene Gondeln eigentlich. Uneigentlich gibt es auch Gondeln mit Blasboden. Das wusste ich nicht. Ich habe dann extra gefragt, ob ich in eine Gondel könne. Ohne Glasboden. Wie gesagt, ich bin Höhenangst. Ich habe mich dann mit dem Gesicht zum Berg hingesetzt. Logischerweise. Aber es war trotzdem noch schlimm, denn sobald die Gondel zwischen diesen Pölern einmal so drüber gelaufen ist, ach, hat das geschaukelt. Ah, ja. Naja, ich bin lebend angekommen oben. So, dann haben wir die Skybridge gesucht und haben sie erstmal nicht gefunden. Und dann haben wir da einen Mitarbeiter gefragt und er sagte, nö. Da müssen sie dann noch mal 20 Minuten da vorne diese Urwaldtreppen hoch und runter, hoch und runter. Und ehrlich, war das anstrengend. Die Treppen waren einmal kurz, einmal lang, einmal niedrig, einmal hoch. Es war nicht dasselbe. 20 Minuten. 5 hoch, 4 runter, 3 hoch, 5 runter. Boah. Wir waren also alle fertig nach den 20 Minuten hin und her. Aber hatten dann endlich die Skybridge erreicht und sind dann drüber gelaufen und ich habe noch mehr Schiss in den Backen bekommen, weil das Dingen schaukelt an einer Stelle doch für mich ganz schön. Aber gut, hey, ich kann sagen, ich habe meine Höhenangst mal wieder versucht in den Griff zu kriegen und ich kann auch sagen, ich habe es mal wieder nicht geschafft. Die Scheiße war zu hoch, ey. Nein. Naja, gut, ist egal. Ja, dann haben wir uns auf den Rückweg gefragt, müssen wir jetzt wieder diese 20 Minuten Hoch-Runter-Treppe nehmen, wo uns beinahe die Lunge rausgekommen ist? Oder gibt es auch einen anderen Weg? Es gab auch noch einen anderen Weg, eine sogenannte Mono-Trail. Das war wirklich eine arschlangsame Bahn, weil ihr musstet, die Skybridge war auf so einem Mittelstück, ihr musstet erst wieder hochfahren, um in die Gondeln Richtung
bergunter zu kommen. Und diese Monobahn fasste immer nur 12 Leute und die ging langsam. So. So ging die dann, oh, wir dachten, oh Gott, wir kommen viel zu spät, wenn wir die jetzt nehmen. Haben sie letztendlich doch genommen. Da aber auch aufpassen. Ich weiß bis heute nicht, ob die Geld kostet oder nicht. Bei mir hat sie Geld gekostet und bei meinen Mitstreiterinnen, bei der Gruppe hinter uns hat es auf einmal kein Geld mehr gekostet. Und die hatten dieselben Armbänder wie ich. Ich habe sie nämlich angesprochen und nochmal verglichen. Und ich wollte erst den Fatzken an der Kasse drauf ansprechen, aber meine Mitstreiterin wollten das nicht. Naja, habe ich dann nicht gemacht. Unverschämt war trotzdem. Ja, letztendlich, wir irgendwann dann in die Monobahn rein, wieder die Gondeln. Oh, und beim, ey Leute, ich habe mich dann wieder mit dem Rücken zum Berg hingesetzt. Aber was ich nicht auf dem Schirm hatte, war, dass wenn die dann halt rauskommt, die Bahn, und den Weg nach unten antritt, dann geht sie so ein paar Meter so wusch, erstmal runter. Ich habe mir beinahe Verschiss in die Buchsen gemacht, wirklich. Ich habe geschrien in der Bahn. Also wenn ihr Höhenangst habt, macht euch darauf gefasst, es wird nicht schön werden. So. Ja, das war es, glaube ich, da auch schon. Sind wir da noch zum Reisbauern gefahren? Ach, Schande, ich weiß es nicht mehr. Ah, ihr werdet sehen, die Fotos kommen jetzt. Dann kamen 3 Seetage, die habe ich dann auch gebraucht. Ich kann wirklich sagen, die 2 Singapur-Tage mit den beiden Anhängenden, also ich bin gelaufen, bis der Arzt kommt. Ich glaube, so viel bin ich hier in Deutschland in einem Monat nicht gelaufen. Also holla die Waldfee. Und ich laufe hier auch schon relativ viel. 3 Seetage, unspektakulär, 2 Tage Malediven folgten dann. So, wir gingen auf Rede, wusste ich ja. Wir mussten also mit Tenderboote rüber. So, jetzt haben die uns gesagt, am ersten Tag ging es so, jeder, der einen Ausflug über AIDA gebucht hatte, da kamen die Ausflugsboote direkt an das Schiff dran und die konnten direkt in die Ausflugsboote steigen und direkt zur jeweiligen maledivischen Insel verbracht werden. Und alle, die auf eigene Faust was machen wollten, die konnten dann auch in den Tender von AIDA einsteigen und sich zum Hafen bringen lassen. So, jetzt war dann irgendwann gegen 9.30 Uhr, ich hatte um 10.40 Uhr dann meinen Ausflug gebucht über, Achtung, jetzt mache ich wieder Werbung, Maldives Travelers, kann ich auch nur empfehlen. 9.30 Uhr dachte ich, ja, hörst du dir mal an, was der Mann zu sagen hat über die Lautsprecheranlage, und dieser liebe nette Mann sagte, Leute, ihr könnt jetzt zu den Ausflugsbooten, zu den Tendern gehen. Es ist momentan überhaupt nichts los da unten. Ihr seid innerhalb von 15 Minuten drüben. Dachte ich, ja, okay, hast ja schon deine Klamotten soweit mit. Gehe ich dann schon mal. Ich bin dann auch sofort in ein Tenderboot gekommen. Dachte, ja, komm, dann bist du halt viel, viel zu früh am Hafen. Aber dann stehst du dir besser eine halbe Stunde die Beine in den Bauch, statt zu spät zu kommen.
Ja. Wir waren dann auf dem Tenderboot und wir waren dann auch auf dem Wasser und irgendwann er fuhr nicht mehr weiter. Stellte der Motor aus und fuhr nicht mehr weiter. Und wir waren noch ein bisschen vom Hafen entfernt. Und wir saßen etwas über eine Stunde in diesem fucking Tender. Vor uns war auch noch ein Tender, haben wir gesehen, der hat auch gewartet, mitten auf dem Wasser. Wir wussten alle nicht, warum. Und als wir dann natürlich am Hafen ankamen, waren unsere Ausflugsboote natürlich weg. Ist klar, da kann ich dem Veranstalter auch kein Vorwurf machen, weil wenn 95% der Gäste da sind, warum sollen die dann noch auf 5 warten, wo er gar nicht weiß, ob die 5 überhaupt noch kommen oder nicht. Wir dann erst zum Veranstalter, der stand dann noch da und haben den dann, ich sag mal, ziemlich lange bearbeitet. Er wollte uns dann erst das Geld zurückgeben, was im Übrigen bei den Leuten so ist. Ihr könnt auch erst vor Ort bar bezahlen, das habe ich nämlich gemacht. Gar kein Thema gewesen. Denn die US-Dollar, ihr könnt euch auch aussuchen, möchtet ihr in Euro bezahlen, US-Dollar. Ich habe US-Dollar genommen, weil der Wechselkurs war zu dem Zeitpunkt günstig. Ja, hab den dann das Bargeld in der Hand gedrückt und dann danach hat er dann erst gesagt, mein Ausflugsboot ist weg. Gut, haben wir dann natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Haben ein bisschen bearbeitet. Er dann, ja, ich könnte euch eventuell noch zu Crossroads bringen, aber Crossroads, das ist eine Insel, ich sag mal extra für US-Amerikaner. Da sind eigentlich, das ist eine reine Verkaufsinsel. Also wenn ihr shoppen gehen wollt, seid ihr da richtig. Wenn ihr wirklich das Paradies sehen wollt, seid ihr da komplett falsch. So, wollten wir auch nicht hin. So. Meine Mitstreiter, die auch, wie ich, zu spät kamen, ihn dann noch ein bisschen bearbeitet. Und ich habe dann einen Offizier von AIDA gesehen, der an der Hafenkante stand, an einem Tender, an einem leeren, der angelegt hatte. Und bin dann mal zu ihm hin. Ich wollte wissen, was los war. Habe ihn gefragt, was das denn sollte. Man hat mir auf dem Schiff gesagt, Viertelstunde. Mehr bräuchte ich nicht. Jetzt sind es über eine Stunde gewesen, mein Ausflugsboot ist weg. Ja, es tut mir ja leid, aber wir haben nur einen Anleger statt zwei bekommen und hier muss ja auch immer erst ein Tender warten für Leute, die zurück zum Schiff möchten. Ich sag, what? Ich sag, warum sollen Menschen um 10 Uhr morgens zurück zum Schiff möchten? Ich sag, der Tender, der für den Rücktransport, der kann doch dann auch eine Stunde leer auf dem Wasser warten, bis dann mal endlich Leute sind und dann lasst ihr doch lieber die Tender ran, die dann mit Leute besetzt sind, die raus wollen vom Schiff. Ich sage, was ist das denn für ein Scheiß? Jan, haben Sie denn den Ausflug über AIDA gebucht? Nee, sage ich. Ja, da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Ich sage, ja, merke ich mir, Dankeschön. Also da war das letzte Wort auch nicht gesprochen, ich habe mich bei AIDA beschwert, ich habe mich jetzt nicht zum Empfang begeben und habe die Leute da flach gemacht, weil die können nichts dafür. Ich habe mich direkt bei der Zentrale beschwert. Also ich möchte, dass kommuniziert wird. Man kann mir nicht sagen, ich brauche nur eine Viertelstunde bis zum Hafen und dann wird es über eine Stunde und das auch nur, weil ein Ausflugsboot den Platz besetzt für Passagiere, die gar nicht da sind und die gar nicht zurück wollen zum Schiff. Das hat mich daran nur geärgert. So. Letztendlich hat er dann doch noch ein Boot organisieren können, der von Maldives Travelers, der drei Inseln angefahren hat, Gott sei Dank auch die, die wir gebucht haben. Dann sind wir halt mit einer Stunde Verspätung drauf, ist egal, wir hatten den ganzen Tag gebucht. Insel war traumhaft, muss ich wirklich sagen. Im Preis inkludiert, das waren 168 US-Dollar. Da waren Handtücher drin, Sonnenliegen drin, Wassersportmöglichkeiten. Und die hatten da schon einige, konnten wir kostenlos nutzen. Alles an Getränke war drin, Buffet war drin. Wobei ich letzteres nicht genutzt habe, weil es war einfach zu heiß. Gut, ich habe dann erstmal natürlich wieder Fotos gemacht, bin einmal über die ganze Insel einmal rundherum.
haben gelaufen, hat mich so eine Stunde Zeit gekostet. Bin dann auch mal auf der anderen Seite geblieben. Auf der anderen Seite war es dann sehr ruhig. Die Wellen waren auch schon etwas höher, während auf der Seite, wo wir ankamen, das Wasser wirklich spiegelglatt war. Aber da war halt natürlich Halligalli. Ich wollte ein bisschen Ruhe erstmal haben. Ja, ach so, freies WLAN gab es da auch noch. So. ja, zweiter Tag, auch Malediven. Den Ausflug habe ich zur Vorsicht dann doch mit AIDA gebucht, weil ich war mir bei den Maledives Travelers, die hatten halt nicht die Garantie, mich pünktlich zum Schiff zu bringen. Also habe ich mir gedacht, nee, das Risiko gehst nicht ein, das Schiff ist um 17.30 Uhr weg. Also habe ich teuer über AIDA gebucht. Nicht den ganzen Tag, nur den halben Tag, und ich habe mehr bezahlt. Und es war ein WLAN-Passwort drin, mehr nicht. So, das zum Preis-Leistung, ne? Ja, im Übrigen kam das Abholboot dann auch zu spät. Von daher habe ich nichts falsch gemacht, AIDA musste ja warten. zweite Insel auch wieder traumhaft schön. Hier sind die Bilder. Wieder drei Seetage, und bei den drei Seetagen hat es mich volle Kanne erwischt. Wahnsinn! Also bei der Einschiffung habe ich ja schon sehr viel Husten und Niesen gehört, aber bisher ist der Kelch immer an mir vorbeigegangen. Ich wurde noch nie krank auf meinen Reisen, noch nie. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ne? Also mich hat es dann auch erwischt. Gut, drei Seetage, dachte ich, komm, ist egal, kriegst du hin. Wir haben dann in Muscat angelegt. Da war ich gerade mal in der Lage, mir die Oper anzugucken, und das war es dann auch schon. Von daher kann ich da nicht viel erzählen. Ich war froh, dass ich wieder beim Schiff war, weil es hat doch schon ziemlich geschlaucht und es war wieder sehr warm an dem Tag. Von daher hier die Bilder von der Oper. Thank you.
Ja, dann am nächsten Tag ging es dann weiter nach Kasab. Kasab ist jetzt in Begriff, ein bisschen touristischer zu werden. Da habe ich auch wieder über den externen Anbieter gebucht, meine Landausflüge.de. Und zwar eine Dauffahrt durch die Fjorde von Kasab. Naja, also die Fjorde waren Steinberge, rechts und links. Halben Tag habe ich mir da gebucht, war auch wieder günstig. Mit Schnorchelausflug, eventuell Delfine gucken, mit Verpflegung an Bord. Dhow müsst ihr euch so vorstellen, ich sag mal so ein Holzschiff halt, doppelstöckig teilweise, etwas größer. Unseres war hübsch mit Teppich ausgelegt, mit Sitzkissen ausgelegt. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Crew war nett, die haben uns mit Getränke versorgt, noch und nöcher. Es gab Obst noch und nöcher. Ich kann nichts sagen, was mir nicht gefallen hätte. Der Captain hat dann auch ein bisschen erzählt noch von Land und Leute. Dann sind wir halt gestoppt irgendwann mal und die haben uns rausgelassen zum Schnorcheln und zum Schwimmen. Mitten auf dem Wasser. Aber das Wasser war kalt, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das war zum ersten Mal scheiße kalt, das Wasser. ja, haben uns dann wieder eingesammelt, zurückgefahren und bei der Rückfahrt haben uns Delfine begleitet und zwar wirklich so nah am Boot ran. So nah. Man konnte wirklich runtergucken, man konnte, ne, man hat den Delfin gesehen. Es war quasi zum Anfassen. Super. Wenn ich daran denke, mache ich jetzt gleich alte Bilder rein, die ich mal geschossen hatte von Delfinen, weil ich habe jetzt da keine Bilder gemacht. Ich wollte einfach nur den schönen Moment genießen, diese schönen Tiere zu beobachten. Ja, von daher hier bitte schön die Fotos. Schon Dubai angefahren. Die beiden letzten Tage, ich habe in Dubai dann eine Wüstenfahrt gebucht mit einem Jeep. Wirklich Wüste so hoch, runter, kreuz und quer. Hat irre Spaß gemacht. Allerdings, wenn ihr ein bisschen mit Seekrankheit zu kämpfen habt, würde ich euch das nicht empfehlen. Denn sogar mir, und ich bin wirklich relativ seefest, wurde nach 20 Minuten schon so ein kleines bisschen anders. Von daher war ich dann froh, dass er immer mal angehalten hat und wir uns den Sonnenuntergang anschauen durften. Und danach ging es weiter in so einem Zeltcamp, wo wir dann Feuerspucker, Bauchtanz etc. uns angucken konnten.
Da gab es dann auch wieder Essen und Getränke umsonst. Man konnte sich Henna-Tattoo machen lassen. Man hätte eigentlich auch mit einem Board die Sanddünen runterfahren können. Das ging aber nicht, weil es einen Abend zuvor geregnet hätte. Und das ginge dann nicht, hat man uns gesagt, also haben wir es sein lassen. Aber das Ganze war auch schön, muss ich wirklich sagen. Ja, ich glaube, haben uns vorher auch noch bei der Dubai Mall ein bisschen umgeschaut, weil der Ausflug relativ spät losging. Sind wir noch zur Dubai Mall und haben uns noch ein bisschen Wasserspiele angeguckt. Ja, alles in allem auch wieder ein netter Tag. Hier sind die Fotos. Das kann ich euch erzählen. Ja, also man bekommt ja einen Abend vorher immer ein Blatt Papier an die Kabinentür, wann die Transferzeit ist. Und ich habe es in Erinnerung, dass die Transferzeit maximal 3 Stunden von der Flugzeit, also vorher ist. So, die Transferzeit war diesmal 5 Stunden vorher. Da dachte ich, wow. Das ist aber heftig. Ich sollte 10:30 Uhr in den Transferbus steigen. Mein Flug war 15:20 Uhr. Dachte ich, oh, verstehe ich nicht, weil neue Gäste kamen nicht an Bord. Das Schiff ging direkt in den nächsten Hafen und wurde da auf Vordermann gebracht. Also wir waren die letzten Gäste. Naja, gut. Ich hatte eine Innenkabine, ich habe das nachts nicht mitbekommen alles. Bin erst zum Frühstück gegangen. Gut, habe ich gesehen, es regnet draußen. Auch in Dubai soll es mal regnen. Habe ich mir auch nichts bei gedacht. Bin dann zum Transferbus irgendwann gegangen und ja, bin dann auch um 11 Uhr dann im Transferbus gewesen. Ich hatte extra noch auf die Uhr geguckt und habe mir gedacht, ja gut, hast noch 4 Stunden 20 Zeit. Ich habe ja den Business-Class-Flug, wie gesagt, mir auch zurückgegönnt und gehst halt in eine der Lounges und legst die Beine hoch und bist fertig damit. So, gefrühstückt hatte ich allerdings nur eine Schnitte Brot, weil ich hatte noch keinen Hunger. Weil ich dachte, ja, gehst ja in die Lounge. Musst ja nicht ausführlich frühstücken, ist ja Quatsch. Dann kam schon eine Mitarbeiterin in den Bus rein. Ja, Leute, ihr seht ja, ist ein bisschen landunter hier. Normalerweise braucht ihr eine halbe Stunde zum Flughafen. Jetzt könnte es sein, dass ihr eine Stunde braucht. Ah, dachte ich mir, okay, ist ja dann auch noch früh genug. Ah, Leute, Leute, das war der Tag, an dem Dubai abgesoffen ist. Ich war live dabei. Ich habe, ja, Autobahnen gesehen. Die rechte Spur waren reißende Flüsse. Überall standen Autos kreuz und quer, weil die Leute dachten, die könnten mit ihren Autos noch da durchfahren. Nö. Ich habe Ferraris nur noch mit dem Häubchen gesehen, alles andere stand unter Wasser. Ja, unser Busfahrer musste dann öfter mal so Schlangenlinien fahren und mal gucken. Es gab Rückstau bis nach Jericho. Rechts und links, wenn wir die Straßen dann außen reingeguckt haben, sehen. Du kannst da, also es war wirklich nur Wasser zu sehen. Es war Little Venedig, Venedig. Also viel Wasser, es ist der Wahnsinn gewesen. Ja, und wir hatten einen dabei, der hat dann sein Handy rausgeholt, Google Maps angemacht und mal geguckt, wie gut wir denn vorwärts kommen. Aber wir sind gar nicht gut vorwärts gekommen. Also letztendlich haben wir für die ganze Strecke und auch nur, weil unser Busfahrer an einer Stelle sich entschieden hat,
Risiko zu machen. Der ist nämlich voll durch den Fluss gefahren, was echt nach hinten hätte losgehen können. Auch nur deshalb sind wir nur über 2 Stunden zum Flughafen gefahren. Die anderen Leute im Bus, die saßen schon auf heiße Kohlen, weil die hatten ihren Flug noch mal eine Stunde eher als ich. Ja, und ich dachte, ja komm, jetzt war schon so ein bisschen knapp, aber naja gut, beim Flughafen angekommen, mussten wir erst in ein anderes Gebäude rein. Dachte ich auch, oh Leute, ey. Dann habe ich Check-in gesehen. Vor mir gefühlte 400 Leute, keine Ahnung. Dachte ich, ne. Ich dann geguckt, Business-Class-Schalter. Nö, war keiner. Dachte ich, nee, das wird dir jetzt auch zu knapp. Du hast noch eine Stunde Zeit und nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich mir dann Mitarbeiter geschnappt, ich sage, hier, ich habe Business-Class gebucht, machen Sie den Schalter auf, bitte. Ich sage, doch. Gut, haben sie dann gemacht. Ich dann innerhalb von 5 Minuten eingecheckt. Den Schalter haben sie dann auch nochmal dazu verwandt, um so ein bisschen die 400 Leute zu entzerren. Ich dann mir den Weg erklären lassen und im Schweinsgalopp dann zum Gate. Ja, jetzt war es aber leider wieder so, ich musste wieder mit so einer Skybahn fahren. Das hat wieder Zeit in Anspruch genommen. Ach, meine Fresse, ey. Und dann musste ich ja noch durch die Security. Da hatte ich dann auch Schwein, dass ich halt Business Class gebucht hatte und dann die Priority Lane nehmen durfte. Also mit Lounge war nichts mehr. Ich war 20 Minuten vor Boarding Time an meinem Gate. Und das wirklich nur mit Schwein. Hätte ich jetzt nicht den Extraschalter bekommen und die Priority Lane, wäre das nichts geworden, wäre ich zu spät gekommen. Sogar ich. Mit 5 Stunden, 20, mit 5 Stunden Pufferzeit. Ja, dann saßen wir dann endlich im Flugzeug. Ihr wisst ja, dass First- und Business-Class-Leute zuerst rein können. Und so eine halbe Stunde später kam dann die Durchsage vom Captain. Ja, der Flughafen hätte gerade zugemacht. Er wüsste jetzt nicht, wie es weitergeht. Er würde uns auf dem Laufenden halten. Wir sollen erstmal sitzen bleiben. Dachte ich, oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber hey, was willst du machen? Da sind höhere Mächte am Werk, fertig. So, und ich glaube, wir saßen dann auch noch mal über 2 Stunden im Flugzeug. Die Crew, die hat dann immer mal wieder gefragt, ob wir was trinken wollen. Ja, ich habe dann aber irgendwann mal gefragt, ob die in der Lage wären, wenigstens mal ein Schälchen Nüsse zu verteilen, weil ich bin bestimmt nicht die Einzige gewesen, die dann Hunger hatte, weil ich wollte in der Lounge essen, was ja jetzt nicht mehr ging. Deswegen habe ich ja an Bord der AIDA nur eine Schnitte Brot gegessen. Und ich sag mal so, nach insgesamt so 6,5 Stunden hatte ich dann doch schon so ein kleines bisschen Hunger. Ja, sagt sie, die haben wir jetzt extra nicht verteilt, weil die sind nicht warm, die Nüsse. Ja, die können sie momentan nicht warm machen, weil die Bordelektronik geht erst, wenn sie dann oben sind. Weiß ich nicht. Ich sage, ich nehme die Nüsse auch kalt. Ah ja, wenn das mir nichts ausmachen würde, ja, kalt. Ich habe dann wirklich eine ordentliche Schüssel voller Nüsse bekommen. Die hat mir auch 1A weiter geholfen. Ja, nach über 2 Stunden ging es dann doch Gott sei Dank los, war ich froh. Weil in Dubai übernachten wollte ich dann nicht nochmal. Komm dann mal zu einem Hotel, das noch freie Zimmer hat. Ja. Wir sind dann in Frankfurt angekommen. Ich hatte mir Gott sei Dank schon vor meinem Vorreisebeginn ein Hotelzimmer noch in Frankfurt genommen, weil es war spät abends und ich war einfach zu faul, noch nach Hause zu fahren. Also bin ich eine Nacht da geblieben. Hat auch alles noch mit Ach und Krach gepasst. Ich habe das letzte Hotel Shuttle noch mitbekommen. Ja, von daher war das dann Abenteuer genug für diesen Urlaub. In sich war der Urlaub wirklich toll, muss ich wirklich sagen. Also bis auf dieses holprige nach Hause kommen, wofür ja niemand was kann, war der Urlaub wirklich traumhaft schön. Die Strecke kann ich also empfehlen.
Ja, aber die Rückfahrt hat dann doch schon geschlaucht und ich war froh, dass ich noch 3 Tage hier zu Hause frei hatte, sodass ich mich so ein bisschen akklimatisieren konnte. Ja, das war es eigentlich von meinem Urlaub. Mehr gibt's nicht zu erzählen. Vielleicht fummel ich da auch noch mal die so kleine Videos von der Überschwemmung dazwischen. Ich muss mal gucken, ob ich die überhaupt noch habe. Ich weiß es nicht mehr. Ja, gibt es sonst noch was zu erzählen? Nö, ich glaube eher nicht. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne in die Kommentarleiste schreiben. Ich beantworte sehr gerne. Und ansonsten würde ich sagen, abonniert meinen Kanal doch gerne. Es gibt noch mehrere Abenteuer, bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich habe nämlich auch irgendwann mal vor, das habe ich jetzt so im Kopf gekriegt, vielleicht nicht mehr dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, mal in so einem Tiny House zu übernachten, nur um euch mal zu zeigen, wie das so ist. Schauen wir mal. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann, eure Tanja. Tschüss.